Osteoporose ist eine absolute Volkskrankheit und die häufigste Knochenkrankheit überhaupt. In Deutschland sind fast 8 Millionen von Osteoporose betroffen. Und dementsprechend ist natürlich die Frage ganz wichtig, was kann man dagegen tun? Beziehungsweise kann man etwas tun, um überhaupt nicht an Osteoporose zu erkranken? Oder wenn man denn schon an Osteoporose erkrankt ist, gibt es eine Möglichkeit, die Osteoporose möglicherweise sogar zu heilen, beziehungsweise die Knochen wieder stabiler zu machen? Und darüber möchte ich heute mit dem Osteoporose-Experten, mit dem Arzt und Buchautoren Dr. Martin Weiß sprechen. Hallo Martin. Hallo, Malte, grüß dich. Ja, Martin, Osteoporose ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und die Frage ist, also viele Patienten von mir wissen noch gar nicht so richtig, was ist überhaupt Osteoporose? Es wird teilweise mit Arthrose sogar verwechselt. Kannst du uns da nochmal eine Definition geben? Ja, ich hole mir da meine Bilder zu Hilfe. Okay, steigen wir ein. Die Definition: Osteoporose ist eine Skeletterkrankung mit einer verminderten Knochenmasse und einer Verschlechterung der Mikroarchitektur. Und die Folge ist eben eine vermehrte Knochenbrüchigkeit. Schon bei sehr geringer Krafteinwirkung kann bei Osteoporose Knochen brechen. Was geht vor in unserem Knochen? Knochen wirkt so leblos von außen betrachtet. Und in Wirklichkeit ist Knochen ein unheimlich stoffwechselaktives Organ. Und wir haben etwas ganz Sonderbares. Gleichzeitig findet Knochenabbau statt und Knochenaufbau. Die Osteoklasten, das sind die Knochenfresszellen, die bauen unseren Knochen ab. Und das macht Sinn, denn anstelle dieses abgebauten, alten, verbrauchten Knochens wird eben neue Knochenmasse gebildet und die wird dann wieder mineralisiert. So läuft das lebenslang ab. Und wir sollten darauf achten, dass wir möglichst lang in unserer Lebensspanne eben den Aufbau überwiegen lassen. Schauen wir ins Innere eines Wirbelkörpers. So ein Wirbelkörper ist hochstabil, solange er intakt ist. Das ist der Wirbel eines gesunden jungen Menschen. Und wenn es ganz dumm läuft über die Lebensspanne, kann so ein Wirbel von innen so ausschauen. Dieses Bild klärt viele Fragen. Es klärt die Frage, warum kann es denn sein, dass durch das Anheben einer Einkaufstasche im Alter ein Wirbel bricht. Ja, wenn der Wirbel in seiner inneren Struktur praktisch aufgelöst ist, dann reichen eben geringste Krafteinwirkungen, um diesen zum Einsinken zu bringen. Das nennt man dann Sintern oder bei größerer Krafteinwirkung dann wirklich ja platt zu machen mit schlimmen Folgen. So sieht das dann am Ende aus. Die Wirbel sind keilförmig verformt oder ganz eingedrückt. Und es gibt sich eben, ergibt sich eben dieser typische Osteoporosepuckel. Und den gibt es nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Eine Zahl, nur um zu verdeutlichen, welche Dramatik da drin steht. Pro Tag brechen in Deutschland ungefähr 500 Wirbelkörper ein. Und mindestens ein Drittel davon wird übersehen. Und dazu gibt es ja dann noch die Schenkelhalsfraktur, die auch sehr gefürchtet ist und unter der viele Menschen leiden, also viele ältere Damen, aber auch Herren. Und ja, wenn man da erst ins Krankenhaus kommt mit einer Schenkelhalsfraktur, sind die Prognosen ja oft auch sehr schlecht für die Betroffenen. Genau, 150.000 Schenkelhalsfrakturen gibt es in etwa pro Jahr. 15% dieser Menschen versterben im ersten Jahr. Viele kommen nicht mehr wirklich zurück zu ihren Alltagsaktivitäten. Genau, wo wir jetzt hier gerade die Risikofaktoren haben. Also meine Frage wäre jetzt tatsächlich auch gewesen, also was ich erstmal sehr faszinierend finde, was du uns gerade dargestellt hast, also dass der Knochen eben nicht wie der Hähnchenknochen auf dem Teller halt ein totes Material ist, sondern wirklich sehr lebendig und stoffwechselaktiv gut durchblutet. Das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig hervorzuheben. Und dann ist eben die Frage, wie kann es sein oder wie kommt es, dass bei manchen Menschen sich halt die Osteoporose entwickelt, bei anderen nicht? Also ist das nur eine genetische Frage oder was spielt da mit rein? Das beantwortest du uns jetzt hier genau. Ja, das sind viele Faktoren, die da zusammenwirken. Und deswegen unterscheiden wir eben in Gruppen. Zum einen die nicht beeinflussbaren Risikofaktoren, das ist das Alter, das ist das Geschlecht. Und das ist eben so eine genetische Disposition, die in einer Familie steckt und in der anderen nicht. Und deshalb ist es immer ein wichtiger Hinweis, hat es bei geringer Krafteinwirkung
bei der Elterngeneration, bei den Großeltern, bei Onkel und Tanten gehäuft Knochenbrüche gegeben. Das alleine ist schon Anlass, frühzeitig zu schauen, ob man möglicherweise selbst von diesem Knochenschwund betroffen ist. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Es gibt Risikofaktoren, die können wir zum Teil beeinflussen, zum Teil nicht. Es sind eben viele Krankheiten, die einen Einfluss auch auf den Knochenstoffwechsel nehmen. Ich wähle jetzt willkürlich die Schilddrüsenüberfunktion aus. Solange diese nicht erkannt ist, wirkt sie unter anderem eben auch negativ auf die Knochenaktivität, auf die Knochenstoffwechselaktivität ein. Wenn sie erkannt wird, und das ist dann ganz essentiell, ja, dann brauchen wir nicht den Knochen zu behandeln, sondern dann müssen wir eben die Grunderkrankung behandeln. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass sich auch der Knochen erholt. Und dann gibt es wiederum eine Reihe von Medikamenten, die sich auf den Knochenstoffwechsel auswirken. Und hier muss man unbedingt das Cortison hervorheben. Cortison wird von vielen Menschen falsch eingeschätzt. Es ist ein unheimlich wertvolles Medikament. Es ist in der Kurzzeitbehandlung in aller Regel sehr gut verträglich und in der Langzeitbehandlung höchst kritisch. Und das gilt ganz besonders auch für den Knochenstoffwechsel. Wenn jemand länger als 3 bis 6 Monate regelmäßig Cortison einnehmen muss, dann ist es einfach Pflicht, den Knochenstatus zu prüfen, um nicht die Entwicklung einer Osteoporose zu übersehen. Ja, und dann kommen wir zu den Risikofaktoren, die ja in meiner ärztlichen Arbeit und sicher auch in deiner physiotherapeutischen Arbeit im Mittelpunkt stehen, nämlich die beeinflussbaren Risikofaktoren. Und diese machen einen großen Anteil des Risikos oder eben der Risikominderung aus. Es ist der Lebensstil, der mitentscheidet, nicht nur, ob wir gute Muskeln haben, sondern auch darüber entscheidet, ob wir intakte Knochen haben. Und das müssen wir uns aber genauer anschauen. Dazu kommen wir. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Vitamin-D-Status. In unseren Breitengraden, und Hamburg ist da noch mehr betroffen als Bayern, haben bis zu 80% der Bevölkerung einen Vitamin-D-Mangel. Das hängt eben von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab, davon, wie wir uns kleiden, davon, wie wir überhaupt mit teilweise unbedeckter Haut an der Sonne sind. Es gehört einfach geprüft, ob der Vitamin-D-Haushalt in Ordnung ist oder nicht. Dann brauchen wir eine kalziumreiche Ernährung. Das möchte ich hier jetzt nicht ausführen, aber darauf hinweisen, dass es im Internet diverse Kalziumrechner gibt und dann kann man einfach beispielhaft so seine individuelle typische Kost eingeben und erfährt dann mit ganz wenig Aufwand, ob man über die Nahrung genügend Kalzium aufnimmt. Die allermeisten Menschen brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel mit Kalzium, sondern meistens reicht einfach eine gesunde, vielseitige Ernährung. Und das Vitamin D macht den Unterschied. Wenn der Vitamin D-Status gut ist, dann holt sich der Körper aus der Nahrung das Kalzium. Fehlt das Vitamin D, gelingt es dem Darm nicht, ausreichend Kalzium aufzunehmen. Ja, und dann ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Raucher haben ein um 50% höheres Risiko, eine osteoporotische Fraktur, also einen Knochenbruch zu erleiden, als Nichtraucher. Rauchen ist sozusagen von Kopf bis Fuß fatal für unsere Gesundheit. Dann der Hormonmangel. Bei Frauen ist die Menopause natürlich zunächst nicht beeinflussbar, aber wenn es denn seitens des Frauenarztes erlaubt ist, könnte hier eine Hormonersatztherapie einen hohen Beitrag zum Schutz der Knochen ausüben. Bei Männern muss insbesondere im Alter darauf geachtet werden, ob sich ein Testosteronmangel einstellt. Denn Testosteronmangel ist bei Männern im Alter die mit Abstand häufigste Ursache für die Entwicklung einer Osteoporose. Und an der Stelle vielleicht ganz kurz der Hinweis. Also Osteoporose wird ja immer als Frauenkrankheit dargestellt oder viele denken, das betrifft nur Frauen. Aber
Es gibt auch durchaus einige Männer, also jeder fünfte Mann ungefähr, habe ich gelesen, ist betroffen. Also das ist gar nicht mal so selten. Ja, Männer sind zwar seltener betroffen und 10 Jahre später, aber die Männer haben einen ganz spezifischen Nachteil. Bei Männern wird Osteoporose noch viel häufiger übersehen, weil es eben vermeintlich sich um ein Frauenleiden handelt. Nein, das stimmt nicht. Männer sind auch betroffen und zum Teil auch schwer betroffen. Ja, im Internet gibt es von der Osteoporose-Selbsthilfegruppe einen guten Fragebogen, mit dem man sich selbst in etwa einschätzen kann, mit dem man vor allem abschätzen kann, ob bezüglich Osteoporose eine ärztliche Abklärung sinnvoll ist. Und der Arzt macht das über eine Blutuntersuchung, über eine Messung der Knochendichte, und ich empfehle hier sehr, die DEXA-Methode einzusetzen und dann eben im Zweifelsfall die Abklärung, die gründliche Abklärung durch einen Knochenspezialisten, einen Osteologen oder eine Osteologin. Ja, kommen wir dazu, was den Knochen wirklich hilft. Das Vitamin D und die knochenfreundliche Ernährung haben wir schon erwähnt. Dann gibt es viele Menschen, die tatsächlich entweder eine Hormonbehandlung brauchen oder eben in vielen Fällen auch eine Behandlung durch spezifische Osteoporose-Medikamente. Unser Anliegen muss es aber sein, eben die Menschen vorher zu erreichen, in einem Stadium, in dem eben Osteoporose noch ohne Medikamente behandelt werden kann. Sport und Bewegung, und dahinter steht jetzt ein Fragezeichen. Es reicht nicht, sich einfach viel zu bewegen, Rad zu fahren, zu schwimmen, in die Berge zu gehen. Und viele Menschen sind tief betroffen, wenn sie ein sportaktives Leben geführt haben bisher und dann erfahren, sie haben eben doch Osteoporose. Woran liegt das? Oder ja, welche Art von Bewegung, welche Dosierung in der Bewegung brauchen wir, um tatsächlich auch den Knochen einen Nutzen zu bieten? Radfahren ist schön. Bezüglich Knochen bringt es überhaupt nichts. Schwimmen, da gibt es sogar einen ganz überraschenden Effekt. Wir wissen, dass Leistungsschwimmer eine geringere Knochendichte haben als alle anderen Leistungssportler. Und das liegt daran, dass diese Leistungsschwimmer eben sich viel in der Schwerelosigkeit aufhalten. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht schwimmen sollen. Auch mit Osteoporose dürfen sie schwimmen. Sie dürfen sich aber nicht über das Schwimmen eine Verbesserung ihrer Knochenstabilität erwarten. Es gäbe schon Bewegungen, mit denen wir auch den Knochen was richtig Gutes tun könnten. Nur wenn ich meinen 60-jährigen Damen und Herren, die von Osteoporose betroffen sind, den Rat gebe, es doch mit Sportklettern zu versuchen, dann ja, wird dieser Rat nicht gut ankommen. Es ist Krafttraining, das hier den Unterschied macht. Es gibt Ausdauersportarten, die zum Beispiel im Bereich vom Schenkelhals tatsächlich auch nachweisbar die Knochendichte erhöhen. Es gibt aber keine Sportart, mit der wir in der Lage wären, wirklich allen Knochen einen Reiz zu bieten, der zu einer Festigung, zu einer Stabilisierung führt. Und Krafttraining kann das in einem überraschenden Maß. Was bringt Krafttraining? Krafttraining verbessert nicht nur den Knochenstoffwechsel, sondern macht ganz viele relevante Dinge. Zum einen wirkt es schon über den Stoffwechsel auf den Knochen. Die Forschung der letzten so 10 bis 20 Jahre hat uns gezeigt, dass die Muskulatur ein endokrines Organ ist, also ein hormonproduzierendes Organ. Diese Hormone nennt man Myokine und sie werden nur im aktiven Muskel gebildet. Sie wirken auf alle Organe, aber eben auch auf den Knochen ein. Dann verbessert Krafttraining bei Untrainierten sogar die Ausdauerleistungsfähigkeit. Krafttraining ist also ein wunderbarer Einstieg ins Ausdauertraining. Dann stabilisiert Krafttraining fast genauso gut wie Ausdauertraining die psychische Situation. Und jetzt wird es schon präziser. Sturzprophylaxe ist bei Osteoporose ein Megathema.
Wer nicht stürzt, hat eben ein viel geringeres Risiko, einen Knochenbruch zu erleiden, abgesehen von den Wirbelbrüchen, die eben auch ohne Stürze passieren. Sturzprophylaxe, und das weißt du als Physiotherapeut so gut wie ich, Sturzprophylaxe ist ein sehr komplexes Thema. Und da brauchen wir nicht nur Krafttraining zur Stabilisierung, insbesondere der Sprunggelenke, sondern wir brauchen auch Balancetraining. Und dieses Balancetraining ist vielgestaltig und trägt ganz wesentlich dazu bei, dass Menschen eben Stürze vermeiden und dadurch weniger in Gefahr kommen, einen Knochenbruch zu erleiden. Ja, das, was uns der Herr Elefant hier zeigt, ist die ganz hohe Schule. Mhm. Und ich denke, ihr macht in eurer Praxis in der Physiotherapie ganz ähnliche Sachen. Genau. Ja, im Krafttraining konzentrieren wir uns auf die Stabilisierung der Sprunggelenke, auf die Stützkraft der Beine, auf die Greifkraft der Arme, auf die Handkraft. Und dann geht es eben auch um die Knochenfestigkeit. Und hierin liegt die Überraschung, dass über diese mehr allgemeinen Effekte hinaus das Krafttraining eben sogar in der Lage ist, Knochenmasse aufzubauen. Krafttraining ist hier allerdings sehr anspruchsvoll. Zweimal pro Woche mit hoher Intensität und das Ganze ja, lebenslänglich. Krafttraining hat ebenso wie Medikamente keinen Konservierungseffekt. Die Effekte verschwinden eben, wenn man mit dem Krafttraining aufhört, innerhalb eines halben Jahres wieder fast vollständig. Wo machen wir das Krafttraining? Typischerweise im Fitnessstudio. Und dort lauern Risiken und winken Chancen. Ich möchte hier einfach nur Mindestanforderungen skizzieren. Es braucht in jedem Fitnessstudio eine kompetente Beratung, egal ob durch einen spezialisierten Arzt oder einen Physiotherapeuten. Es braucht einen schriftlichen Trainingsplan. Nur dokumentiertes Training ist ein Training, das auch einer Überwachung standhält. Und es braucht sorgfältige Einführung ins Training und regelmäßige Kontrollen durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Risiken gehen von einigen Übungen aus, aber das wird stark unterschätzt. Wenn die Trainingsqualität stimmt, ist das Risiko, sich im Fitnessstudio eine Verletzung zu erleiden, sehr begrenzt. Wir werden darauf achten, dass axiale Belastungen der Wirbelsäule nicht zu groß ausfallen. Wir werden schauen, dass wir nicht zu forcierte, schnelle Beugebelastungen der Wirbelsäule machen. Wir wissen einfach aus der Wissenschaft, dass hier selten Wirbelbrüche auftreten können. Und sowas wie Spitzenbelastungen oder Stoßbelastungen sollte in einem Fitnessstudio überhaupt keine Rolle spielen. Du hattest jetzt ganz kurze Frage. Du hattest jetzt die Trainingsqualität angesprochen und auch die Spitzenbelastungen. Vielleicht in dem Zusammenhang könntest du da noch etwas zum Bewegungstempo sagen. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, weil das ja vielerorts viel zu schnell ist, was dann wiederum natürlich die Gefahr erhöht. Ja, also das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt leider immer noch in vielen Fitnessstudios so einen Kult, die Bewegungen dynamisch auszuführen. Auch basierend auf der irrigen Meinung, man würde so die Schnellkraft trainieren. Nein, insbesondere wenn es um den Knochen geht, aber ganz generell sollte es im Fitnessstudio um die Kraft gehen. Und das sichere Training, insbesondere bei Osteoporose, muss ein gleichmäßiges und langsames Training sein. Dadurch kommen Spitzenbelastungen nicht vor und dadurch schwindeln wir auch nicht. Mhm. Je größer das Tempo, umso mehr Schwung liegt in den Massen, die wir da bewegen, und umso weniger muss der Muskel arbeiten, umso weniger profitiert der Knochen. Also die langsame Bewegung im Training, die langsame und erschöpfende Bewegung im Training setzt den richtigen Reiz für Muskelaufbau und für Knochenaufbau. Okay. Jetzt komme ich aber zu dem Risiko, das vielleicht überrascht. Die zu geringe Belastung ist das größte Risiko. Denn häufig ist bei Osteoporose, vor allem wenn diese fortgeschritten ist,
Angst im Spiel. Und wenn der Trainer ängstlich ist, überträgt sich das auf den Kunden. Und so wird ein Training gemacht, das zwar irgendwie gut tut, das aber keine signifikanten Veränderungen bringt, schon nicht im Muskel, aber noch viel weniger in der Knochenmasse. Ja, deswegen braucht es eben die Kompetenz in diesen Institutionen, um die Menschen sicher an ein dann auch tatsächlich wirksames Training heranzuführen. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also die Angst vor zu hohen Belastungen, also sowohl von Seiten der Physiotherapeuten als auch von Seiten der Fitnesstrainer, aber natürlich auch von Seiten der Betroffenen selbst, also dass man halt ja teilweise Angst vor Belastung hat und dadurch entsteht natürlich ein Teufelskreis, weil man sich immer mehr schont, ob jetzt im Training oder im Alltag und dadurch natürlich die Muskeln nicht kräftiger werden und die Knochen halt ja immer schwächer letztendlich und insofern ganz wichtiger Aspekt, ja. Ja, und es ist gut, dass wir da an einem Strang ziehen, die Physiotherapie und auch die Kräftigungsmedizin. Vielleicht, stell hier. Entschuldigung, ja, Martin, ja. Wo ich jetzt gerade das KESA-Training-Logo sehe, was uns ja auch schon in dieser Präsentation am unteren Rand begleitet. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, welche Beziehung du zu KESA-Training hast. Also es ist ja jetzt hier kein Werbevideo. Also wir sind zwar beide überzeugt von KESA-Training, kriegen jetzt aber kein Geld, beziehungsweise machen jetzt hier keine Werbung in dem Sinne für KESA-Training, aber dass du da vielleicht einfach noch mal ganz kurz was zu sagst. Ja, gerne. Also ich war ja ursprünglich Landarzt und habe mich über die manuelle Medizin dann eben unter anderem den Knochen angenähert und erkannt, dass ich ohne ein gutes Training einfach auch in meiner manuellen Medizin ja immer nur zeitlich begrenzte Erfolge erreiche. Und deswegen habe ich 1997 ein KESA-Training nach Rosenheim geholt, bin dann später auch als Arzt in benachbarte Räumlichkeiten gezogen, sodass ich viele Jahre lang Schulter an Schulter eben mit dem Trainingsbetrieb gearbeitet habe und für das System auch unter anderem das Osteoporose-Training entwickeln durfte oder jedenfalls einen wichtigen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet habe. Es gibt schon Unterscheidungsmerkmale, die jetzt hier KESA-Training so ja ein bisschen eine prominente Stellung einnehmen lassen. Aber im Prinzip gilt all das, was ich hier zum Krafttraining erzähle, natürlich für jede Rehabilitationseinrichtung, für jede Physiotherapiepraxis, die eben auch Krafttraining anbietet und für jedes qualifizierte Fitnessstudios. Und es gibt nicht nur KESA-Training, sondern es gibt auch sehr gute Fitnessstudios im Lande. Und die Qualität ist in den letzten 10, 20 Jahren ganz deutlich angestiegen. Im KESA-Training haben wir so die medizinische Schiene und da steht hier auf der linken Seite die LE, das ist die Lumbar Extension. Und auf der rechten Seite sehen wir die F3.1. Das ist im Prinzip die gleiche Übung, aber halt mit viel weniger technischem Aufwand. Warum zeige ich diese beiden Bilder? Weil es für die Kräftigung der tiefen Rückenmuskeln und für die Stabilisierung der Wirbelkörper eben ganz stark darauf ankommt, dass wir den Trainingsreiz dann auch wirklich an die Wirbelsäule bringen. Das gelingt mit diesen Maschinen sehr gut. Und es gibt auch bei der Konkurrenz Übungen, die Ähnliches erreichen. Hier haben wir nochmal in groß diesen Riesenaufwand, der da an dieser Lumbar Extension bei KESA-Training getrieben wird. Der größte Teil dieses Aufwands wird gebraucht, um das Becken sicher zu fixieren, sodass eben der große Gesäßmuskel nicht mithelfen kann bei der Übungsausführung, sodass tatsächlich der Bewegungsimpuls aus der tiefen Rückenmuskulatur kommt. Und diese kleine Maschine, sozusagen die kleine Schwester der LE, leistet in dieser Hinsicht auch ja, sehr gute Arbeit. Vor allem aber muss der Instruktor, der da neben dem Kunden steht, gute Arbeit leisten, denn auch Training an Maschinen kann man gut oder schlecht ausführen. Und deswegen braucht es die Einführung und braucht es die regelmäßig wiederkehrenden Kontrollen. Was man vielleicht an der Stelle noch erwähnen könnte, ich arbeite ja selbst neben meiner Praxistätigkeit seit über 10 Jahren auch an dieser LE-Maschine unter anderem. Und auch mit sehr guten Erfolgen tatsächlich auch auf die Knochendichte bezogen, aber eben auch auf Rückenschmerzen bezogen. Das heißt, auch wenn man keine Osteoporose hätte, ist diese Maschine oder sind diese isolierten Rückenstreckübungen sozusagen sehr, sehr effektiv auch gegen Rückenschmerzen. Allerdings,
Da haben wir ja nun gemeinsame Erfahrungen, die jetzt in die Jahrzehnte zurückreichen. Und es ist einfach eine Methode, vor allem wenn sie gut kombiniert ist mit Manualmedizin, sehr, sehr, sehr überzeugende Erfolge liefert. Dieses Bild steht für eine der ganz wichtigen Aufgaben bei Menschen, die von Osteoporose betroffen sind, nämlich die Aufrichtung des Rückens, die Aufrichtung des Schultergürtels, um eben den gefürchteten Osteoporosebuckel zu vermeiden. Ja, es stellt sich die Frage, können wir Erfolge nachweisen? Und ich würde gern zunächst einen Fall zeigen, der lange zurückliegt, der mich aber überhaupt erst auf dieses Thema und auf die Möglichkeiten eben von Krafttraining bei Osteoporose aufmerksam gemacht hat. Das war eine Dame, die im September 98 wegen Osteoporose mit Kiesetraining begonnen hatte. Wir hatten das Glück, dass sie genau ein Jahr vorher, im September 97, eine Knochendichte mit der DEXA-Methode hatte anfertigen lassen. Und wir sehen hier rot eingekreist eben den Befund. Dieser weiße Balken würde den alterstypischen Normalbereich kennzeichnen. Das Kreuzchen liegt deutlich darunter. Es liegt eben eine fortgeschrittene Osteoporose vor. Die Therapie mit Calcium, Vitamin D und Fluor wurde in der Zeit bis zum Beginn des Trainings nicht verändert. Wir haben natürlich mit Beginn des Trainings eine Kontrollmessung veranlasst und die Knochendichte hatte sich zu diesem Zeitpunkt ein wenig verbessert. Das liegt vermutlich an der nicht mehr üblichen Behandlung mit Fluor. Und jetzt wird's spannend. Diese Frau hat dann wirklich zweimal pro Woche sehr fleißig, sehr intensiv trainiert. Und ja, ich konnte kaum glauben, was in diesem einen Jahr nur durch den Effekt eines intensiven und regelmäßigen Trainings möglich wurde. Die Knochendichte hatte sich in einem Jahr um 13,4% verbessert. Das gibt es mit keinem Medikament, auch heute nicht. Und diese Erfolgsmeldung steht nicht irgendwie isoliert im Raume, sondern wir haben inzwischen eine große Anzahl von Fällen, bei denen wir vergleichbare Ergebnisse erzielt haben. Und einen Fall möchte ich gerne abschließend noch zeigen. Es ist jetzt eine 72 Jahre alte Dame und ganz rechts sehen Sie einen roten Pfeil und dieser Pfeil deutet auf die Ausgangsmessung hin, die sie eben im Alter von etwas über 64 Jahren hatte machen lassen. Dann sehen wir hier den nächsten Pfeil und der zeigt uns den Knochenbefund zu Beginn des Trainings und der Knochenschwund hatte 10% zu diesem Zeitraum betragen. Und dann sehen wir, was passiert ist unter regelmäßigem Training. Es ist ein ungeheurer Zuwachs an Knochendichte über 2 Jahre eben in einem Ausmaß von 10%. Sehr positiv einzuschätzen ist, dass wir bei der gleichen Patientin einen vergleichbaren Erfolg erzielen konnten am Schenkelhals. Ja. Ja, beachtlich. Das ist sehr beachtlich und das können wir nicht immer, aber in den meisten Fällen reproduzieren, sofern die Leute wirklich mitziehen. Intensives, regelmäßiges Training. Das ist ein hoher Anspruch an die Mitarbeiter und an die Kunden in diesen Fitnessstudios. Und ganz wichtig vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal, also viele Menschen denken ja, Krafttraining ist nichts für alte Menschen, aber man kann auch mit 75, mit 80 noch mit Krafttraining anfangen und kann da sehr, sehr gute Erfolge und Fortschritte erzielen. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu Ja, erwähnen. ich kann da nur beipflichten. Man kann es sogar auf die Spitze treiben und gut begründen. Je älter der Mensch ist, umso mehr hat er von der Kraft, die eigentlich möglich wäre, in seinem Alter verloren. Und umso erfolgreicher ist letztlich Krafttraining. Und das gilt für die Knochen und das gilt für die Muskulatur.
Das ist jetzt, Eine ganz kurze Frage, Entschuldigung, Martin, zum Krafttraining noch. Und zwar, du hattest ja als größtes Risiko des Krafttrainings im Prinzip die zu geringe Intensität angesprochen. Ich hatte dich ja schon zum Tempo einmal befragt. Vielleicht wichtig nochmal einfach, dass die Zuschauer eine Vorstellung haben, die Wiederholungszahl. Also in vielen Fitnessstudios wird ja mit 3x15, 3x20 Wiederholungen gearbeitet. Geht ja auch eher schon in Richtung Kraftausdauer. Kannst du da vielleicht nochmal kurz eine Orientierung geben, was sozusagen ein intensiv genuges Training bedeutet? Also, es gibt in der Wissenschaft weitgehende Übereinstimmung, dass ausgenommen Leistungssport, das sogenannte Einsatztraining, den die besten Resultate bringt. Zum einen ist die Wirksamkeit vergleichbar mit einem Mehrsatztraining und zum anderen halten die Menschen eben ein Einsatztraining viel länger durch. Warum? Weil ein Einsatztraining halt ja eine Dreiviertelstunde dauert und ein Mehrsatztraining 2, 2,5 Stunden dauert. Ich sehe die Gefahr ganz besonders groß, dass beim Mehrsatztraining zwar unheimlich viel Energie verbraucht wird, viel Aufwand getrieben wird, aber letztlich die Belastung für die Knochen immer unterschwellig bleibt. Aus der Wissenschaft wissen wir seit einigen Jahren, dass der stärkste Effekt erzielt wird in Bezug auf die Neubildung von Muskelmasse, wenn wir die Muskulatur in einem Zeitraum von 90 bis 120 Sekunden zu einer tiefen Ermüdung bringen. Das ist jetzt nicht erforscht für den Knochen, aber ich erlaube mir einfach eine Analogiebildung. Die Trainingsform, die am intensivsten wirkt auf die auf die Muskulatur, wird mit großer Wahrscheinlichkeit sich auch am intensivsten auswirken auf die Knochenmasse. Und unsere Ergebnisse, und ich kenne nirgendwo bessere, haben wir erzielt mit 8 bis 12 Übungen. Jede Übung einmal 90 bis 120 Sekunden, aber eben tatsächlich bis hinein in eine tiefe Ermüdung jeder Muskelgruppe, die im Training ist. Okay. Gut, das ist jetzt schon mein letztes Bild. Und dieses Bild macht deutlich, dass wir mit Krafttraining an ganz verschiedenen Stellschrauben ansetzen können. Wenn wir genügend junge Menschen erreichen, dann leistet das Krafttraining einen großen Beitrag zur sogenannten Knochenspitzenmasse. Das ist die Peak Bone Mass ganz oben, die der Mensch mit ungefähr 25 Jahren erreicht. Und je höher das Knochenkonto ist, das wir uns in der Jugend aufbauen und in der mittleren Lebensphase, ja, umso länger hält eben dieses Knochenkonto. Wenn wir dann das Training fortsetzen, wird der Knochensubstanzverlust eben geringer sein, als wenn wir einen inaktiven Lebensstil haben. In der gleichen Weise wirkt sich Krafttraining auf das Sturzrisiko aus. Wir stürzen einfach weniger, wenn wir gut trainiert sind. Und wenn wir doch stürzen, dann stürzen wir als gut trainierte Menschen ganz anders, sind eben in der Lage, noch Stürze teilweise abzufedern, als dies bei einem untrainierten Menschen der Fall ist. Und wenn wir alle vier Faktoren, alle vier Linien zusammenfassen, dann wird am Ende herauskommen, dass die Knochenbruchwahrscheinlichkeit dramatisch reduziert wird mit langfristigem, hochwertigen Krafttraining. Genau, die Peak Bone Mass. Also, du hattest gesagt, mit 25 hat man ungefähr so den Spitzenwert erreicht. In dem Zusammenhang finde ich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen: also in der Kindheit und Jugend zahlt man letztendlich schon auf sein Knochenkonto ein. Und heutzutage ist es leider so, dass viele Jugendliche nicht mehr auf Bäume klettern, nicht mehr draußen herumrennen, sondern halt einen Großteil der Zeit sozusagen am Computer verbringen oder rumhängen mit dem Smartphone in der Hand und dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch diese Werte ja heutzutage wesentlich geringer wahrscheinlich schon sind als noch vor 30, 40 Jahren und dementsprechend auch nochmal ein Appell an alle Eltern, ja schickt eure Kinder zum Sport beziehungsweise sorgt dafür, dass eure Kinder sich bewegen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, auch im Hinblick auf ja spätere Phasen des Lebens. Ich möchte einfach noch ergänzen, die Empfehlung, die ja schon so zwischendurch mal durchgeschimmert hat, das Sportklettern ist für junge Menschen meistens ein attraktiver Sport und ist halt ein Sport, der sich wirklich ja extrem positiv auf verschiedene Faktoren der Gesundheit auswirkt.
Und bringt sogar noch Spaß. Ja, genau. Okay. Ja, spannend. Vielen Ja, Dank. bitteschön. Dann schließen wir mal die Präsentation. Ja, Martin, das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich denke, viele Zuschauer haben ordentlich was dazugelernt, was die Osteoporose betrifft. Also wir haben gelernt, dass Knochen lebendiges, sich regenerierendes Gewebe ist, was uns auch die Chance bietet, tatsächlich die Knochendichte wieder zu verbessern, wenn sie denn schon sozusagen sich abgebaut hat. Und ganz wichtig, dass man wirklich auch den Mut hat, sich zu belasten und wirklich mit dem Training anzufangen. Ansonsten, wie gesagt, geht es in einen Teufelskreis. Und der endet dann oft tatsächlich mit dem Schenkelhalsbruch und mit dem Krankenhausaufenthalt. Und dementsprechend, also bei der Osteoporose, denke ich, wichtiger als bei allen anderen Erkrankungen. Also generell gilt ja der Grundsatz, vorbeugen ist besser als heilen. Und wie gesagt, gerade bei der Osteoporose, also rechtzeitig anfangen, wirklich aktiv zu werden, aktiv zu bleiben und gar nicht erst es zur Osteoporose kommen zu lassen. Ja, vielleicht darf ich einen Punkt ergänzen. Ja. Bei Osteoporose können sich unsere Zuschauer nicht darauf verlassen, dass der Arzt oder die Ärztin großes Interesse an einer Frühdiagnose hat. Osteoporose läuft immer so ein bisschen unter dem Radar. Und darum sollten die Menschen selbst Sorge tragen dafür, dass rechtzeitig geschaut wird, sind die Knochen in Ordnung oder zeichnet sich die Entwicklung einer Osteoporose ab. Genau, das Tückische ist ja auch, dass es einfach ein schleichender, unbemerkter Verlauf ist und dass Osteoporose selbst keine Schmerzen verursacht. Also, dass man es halt einfach teilweise dann erst merkt, wenn der Knochen bricht. Und dementsprechend, ja, können wir nur jedem nochmal raten, auch den Fragebogen, den du vorhin angesprochen hattest, einfach mal für sich selbst auszufüllen. Ich werde den auch unter dem Video nochmal verlinken, dass man den leicht findet. Und ja, wie gesagt, wenn in der Verwandtschaft Osteoporose besteht, spätestens dann sollte man hellhörig werden und dementsprechend auch vielleicht eine DEXA-Messung machen, also einfach mal gucken, wie sieht es denn bei mir aus. So ist Okay. es. Ja, vielen Dank, Martin. Du hattest jetzt dein Buch gar nicht erwähnt. Ich habe hier jetzt die alte Version. Das ist sozusagen Osteoporose ist heilbar, glaube ich, die erste Auflage. Und da ist jetzt gerade in diesen Tagen die zweite Auflage erschienen. Da sind im Ja. Prinzip sehr, sehr, ja, sehr, sehr viele Informationen, also auch über das, was wir jetzt besprochen haben, hinaus, da wird zu den Medikamenten, zu der Hormontherapie und so weiter noch was gesagt. Und es sind viele interessante Fallbeispiele drin. Also das kann ich nur jedem, ans Herz legen, der ja Osteoporose hat oder der sich einfach damit beschäftigen will, seine Knochen zu kräftigen. Das Buch, das neue, ist schon auf dem Postweg zu dir. Ah Du ja. kannst dir dann auch einen Link reinstellen, wenn du magst. Gerne, das mache ich auf jeden Fall. Gut, Martin, dann vielen Dank und liebe Grüße nach Rosenheim. Gerne und auch euch alles Gute im Norden. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.